Jetzt muss ich eine Anekdote erzählen aus meiner Kindheit. Ich glaube, ich habe die schon mal irgendwo aufgeschrieben auf meinem Blog. Ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher, wo. Aber egal, wer liest schon meinen Blog. Und jetzt passt es gerade zu meinem Thema so dazu. Und zwar war ich da so 5, 6, vielleicht auch schon 7 Jahre alt. Und da gab es bei uns daheim immer große Diskussionsrunden. Also da haben sich einen Haufen Leute dann versammelt und haben irgendwie aktuelle Themen diskutiert, die ihnen so durch den Kopf oder auch halt unter den Nägeln gebrannt haben, wie man so sagt. Wobei man dazu sagen muss, das ist wichtig, die Leute damals, die bei uns daheim sich versammelt haben, die kamen alle aus dem sehr, sehr linken Spektrum, würde man heute sagen. Und zwar jetzt im alten Sinne links. Also solidarisch, emanzipativ, bottom-up heißt es jetzt, also so Graswurzelgeschichten, autonom und natürlich pazifistisch. Das war ja noch die Zeit vom Vietnamkrieg. Es waren auch nur die Reste von der Kommunenbewegung damals. Also die waren für die damaligen Verhältnisse sehr links. Der Strauß hätte gesagt, linksradikal. Und wahrscheinlich hätten sie das selber auch gesagt. Und ich als Kind bin da jetzt immer so drin gehockt und habe da halt so zugehört. Mitreden habe ich nicht können, weil ich habe das alles überhaupt nicht verstanden, was die da geredet haben. Selbst wenn es um Kindererziehung gegangen ist, was nicht selten vorkommen ist, gab es ja damals die Streiterei zwischen anti-autoritärer Erziehung und Gegenbewegungen und so. Das weiß ich alles nicht mehr so genau. Aber irgendwie hat sich da in meinem Kopf sowas gesammelt. Wahrscheinlich war ich gerade in so einer Art Trotzphase. Ich weiß jetzt nicht, ob es sowas in der Psychologie noch gibt, aber ich habe mir halt unbewusst und spontan überlegt, wie man am besten diese Erwachsenen schockiert oder wie man die halt verunsichern kann und erschrecken. Und dann habe ich so ein Plakat gezeichnet und habe draufgeschrieben CSU, weil ich wusste, CSU ist schlecht. Also das ist so, das darf, ist nix, ist ganz schlecht. Das ging aus den Gesprächen der Erwachsenen eindeutig hervor. Und dann habe ich da noch so einen ganz finsteren Typen drauf gezeichnet, der halt so ausgeschaut hat wie diese Ganoven und Halunken auf die Fahndungsplakate in die Western-Comics immer. Und habe dann dieses Plakat an unser Aschentonnenhäusl gehängt, um halt die Leute zu erschrecken. Und es ging natürlich völlig in die Hose, weil bei uns im Haus genug Leute gelebt haben, die CSU gewählt haben auf der einen Seite und die wussten überhaupt nicht, was das bedeutet. Und andererseits die Linken, die haben sie entweder überhaupt nicht gesehen oder wenn sie es gesehen haben, jetzt meine Eltern, dann haben sie gesagt, naja, du mit deinem Schmarrn. Also die konnte man damit nicht wirklich schockieren oder erschrecken oder so. Da haben wir dann später in der nächsten Trotzphase bessere Mittel gefunden, aber das ist jetzt nicht so das Thema. Obwohl eigentlich schon, aber jetzt muss ich vielleicht erstmal erklären, was das Thema ist. Und zwar gab es neulich in der rechtsextremen Zeitung Tagesspiegel, wo ich immer Tagesstürmer sage, die sich sehr hervorgetan hat, während der Corona-Kampagne da alle zu verleumden, zu diffamieren und auszugrenzen, die irgendwie sich kritisch geäußert haben. Da war neulich so eine Art Ratgeber drin, was demokratische Eltern tun können, wenn ihre Kinder undemokratisch sind. Muss man für spätere Generationen wahrscheinlich erstmal erklären. Undemokratisch heißt halt nimmer gegen Demokratie oder halt nicht demokratisch, sondern es heißt in der falschen Partei oder halt zumindest auf einer Partei anhängig, die nicht zu den totalitären Blockparteien, zu diesem Block praktisch dazugehört. Da ist dann ziemlich wurscht, welche. Das kann DKP sein, das kann Bündnis Sarah Wagenknecht sein. Das ist meistens natürlich die AfD, weil es die größte ist. Aber es gibt dann noch jede Menge andere kleine Parteien. Die sind alle nicht demokratisch, weil die den Konsens, den die Blockparteien halt verkörpern und verkaufen müssen an die Untertanen, den tragen die offenbar nicht mit. Die genauen Tipps in diesem seltsamen Ratgeber weiß ich jetzt nicht mehr, weil ehrlich gesagt, ich habe beim Lesen so lachen müssen, weil das so idiotisch war, dass mir nur das Ganze so als Ganzes in Erinnerung geblieben ist. Und dabei ist mir dann natürlich meine Anekdote wieder eingefallen, weil in dem Ratgeber, das weiß ich schon noch, steht halt drin, ja, man darf die Kinder dann nicht ganz fallen lassen oder sowas. Irgendwie muss man sich mal vorstellen, ich damals als 6-Jähriger sagt CSU und dann hätten meine Eltern gesagt, so, du wohnst jetzt nicht mehr hier, wir lassen dich fallen. Also wie man überhaupt auf so eine Idee kommen kann, aber jedenfalls gut, die Psychologin hat gesagt, so soll man nicht reagieren. Da haben Eltern ja heute auch
das Problem, dass es so Eltern in dem Sinne eigentlich nicht mehr geben soll, sondern das ist ja mehr so eine Kumpelei mit den Kindern, wo es dann immer heißt, ja, also meine Kinder sind meine Kumpels und meine Freunde und ich ziehe die gleichen Klamotten an wie die und höre dieselbe Musik, wobei sich die seit 40 Jahren nicht mehr verändert hat und das immer noch die gleichen Hits sind, die wir als Kinder schon gehört haben. Allerdings muss ich sagen, in Abgrenzung von unseren Eltern, wenn die dann die Beatles gehört haben, dann haben wir in der Trotzphase natürlich T-Rex und Alice Cooper gehört. Aber es ist ein ganz anderes Thema jetzt. Jedenfalls ist mir das halt wieder eingefallen. Und zwar deswegen, weil es ja auch diese Klage jetzt gibt, dass die jungen Leute, die ganz Jungen, die jetzt noch gar nicht wählen dürfen, also so ganz jung auch nicht mehr wie ich damals, aber halt so 14, 15, 16-Jährige, dass die in Umfragen immer häufiger sagen oder in immer größerer Zahl sagen, sie stehen eigentlich der AfD nahe. Und da ist natürlich Riesenentsetzen, weil die AfD heißt ja, ist eine Nazi-Partei und Faschistenpartei, das sind die Hitlers und die wollen die Demokratie abschaffen und lauter so furchtbare Geschichten, wo es in Wirklichkeit nur darum geht, die greifen halt die Macht dieser Block- und Kartellparteien an. Aber das politische Getue mal hin oder her, handelt sich's da meines Erachtens wahrscheinlich auch zu einem bestimmten Teil zumindest um so eine Trotzreaktion. Einfach mal die Erwachsenen den Finger hin und die Zunge rausstrecken und sagen, schau, seht mal, was ihr uns könnt. Das Entsetzen kommt natürlich auch daher, weil es ja eine totalitäre Partei mit faschistoiden Zügen, sage ich jetzt mal milde, bei uns schon gibt seit den 80er Jahren, die auch ganz explizit immer darauf gesetzt hat, auf diesen Jugendkult, also dass die Jungen müssen jetzt die Macht ergreifen und so, wie es die NSDAP im Grunde auch schon gemacht hat. Und die haben natürlich darauf gehofft, die wollten ja dann auch das Wahlalter, glaube ich, auf 16 erst einmal herabsetzen, weil sie dachten, die wählen dann alle uns, weil die halt protestieren gegen die Erwachsenen, die mit dem CO2 und so da die ganze Welt verbrennen und lauter solche Geschichten. Und dann stellt sich jetzt raus, es funktioniert gar nicht, weil ja die Erwachsenen auch schon alle diese Partei wählen, damit das CO2 nicht die Welt verbrennt. Und die Jugend natürlich dann wieder dagegen irgendwie sich abgrenzen muss. Sonst kann man ja nicht erwachsen werden, wenn da die Eltern ein Kasperl vorspielen und so sein wollen, wie man als Jugendlicher gerade ist. Dann muss man natürlich das Gegenteil irgendwie machen. Und das ist insofern interessant. Also ich meine, das ist noch nicht so wirklich interessant, weil das kennt man ja seit Jahrtausenden wahrscheinlich. Es ist aber in einem Zusammenhang interessant, der jetzt auch noch dazukommt, hat mir neulich jemand gesagt, weißt du schon, da gibt es so einen bekannten Influencer, ich will jetzt den Namen nicht nennen, wer ihn kennt, weiß eh schon, wen ich meine. Der ist bekannt dafür, dass er oft polemisiert und provoziert und der hat jetzt gesagt, es wäre eigentlich ganz vernünftig, die AfD zu wählen. Und soweit ich jetzt mitgekriegt habe, hat er dafür zwei Argumente genannt, die mir eventuell auch einleuchten könnten, allerdings nicht unbedingt nur für die AfD. Das eine Argument war, und das habe ich jetzt auch bei einem anderen Freund gelesen auf Facebook, den ich sehr mag, obwohl wir politisch völlig anderer Meinung sind meistens oder scheinbar anderer Meinung, der gesagt hat, dadurch, dass alle auf dieses Migrationsthema von der AfD anspringen, dadurch spricht niemand mehr über die wirklichen politischen Probleme in unserem Land, zum Beispiel die soziale Frage, Armut, Verteilung, Gerechtigkeit und über die Umwelt, den Naturschutz und solche Dinge. Und da hat er vollkommen recht, finde ich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das an der AfD liegt. Aber gut, das kann man ja im Einzelnen dann noch diskutieren. Jedenfalls das Argument, das eine Argument, das erste von zweien, dafür die AfD oder irgendeine andere Protestpartei zu wählen, die in dem Fall, es muss gar keine Protestpartei sein, aber die Wahl dieser Partei ist dann ein Protest. Das Argument dafür lautet, wir müssen die Parteien, die ja die Macht überhaupt nicht abgeben wollen und die Systemparteien schlechthin sind, bei den Grünen noch nicht so lange, aber die anderen ja eigentlich schon seit nach dem Krieg, die müssen wir jetzt irgendwie aufwecken und wachrütteln und ihnen sagen, Freunde, erinnert euch mal daran, was eigentlich euer Programm ist und warum ihr von den Leuten, die euch wählen, gewählt werdet. Weil letztlich ist eine Partei ja nichts anderes als eine Repräsentationsmaschine, die die Interessen eines bestimmten Teils der Bevölkerung vertreten soll. Habe ich schon öfters gesagt, jetzt vielleicht nur ganz kurz, also SPD, Arbeitnehmer, Gewerkschafter, das ist natürlich lächerlich, weil das seit über 100 Jahren nicht mehr gilt. Dann die Grünen, die halt für Naturschutz,
ein bisschen sozialen Ausgleich, das war allerdings immer eher am Rande, aber dann vor allem halt noch Pazifismus gegen den Krieg und so eintreten. CDU, CSU, irgendwie so ein bisschen Bürgertum und Bauern und Vertretung von christlicher Kirche und solchen Geschichten. Und dann noch die FDP, halt Zahnärzte, Rechtsanwälte und die, die man früher so irgendwie Mittelschicht genannt hat. Halt Millionäre, auf Deutsch gesagt, müsste man da halt sagen. Und jetzt ist es halt so, dass alle diese Parteien, die Linkspartei kommt noch dazu, die ist halt richtig noch linker als die SPD, eigentlich fürs wirkliche Proletariat zuständig, wo auch die Arbeitslosen und Entrechteten dazugehören. Und was diese Parteien aber machen, was sie tatsächlich vertreten, sind ausschließlich die Interessen internationaler Konzerne und superreicher Einzelpersonen. Und jetzt könnte man, das ist halt dieses Protestwahlargument, jetzt wählen alle mal kräftig AfD und dann kriegen diese Parteien einen solchen Schock, dass sie sagen, jetzt müssen wir uns vielleicht mal da umtun und auf unsere alten Themen konzentrieren und die Leute, die uns früher gewählt haben, zurückholen, indem wir sie wieder repräsentieren. Weil die AfD hat uns offensichtlich die ganzen Themen und damit auch die Wähler weggeschnappt. Übrigens gilt es natürlich genauso für Bündnis Sahra Wagenknecht oder irgendeine andere Partei, wobei man vielleicht dazu sagen könnte, Bündnis Sahra Wagenknecht ist ja nicht in dem Sinn eine Partei, weil da nicht jeder einfach so Mitglied werden kann und wie man früher gesagt hat, wenn da die Politik der Regierung nicht passt, dann geh halt in eine Partei und ändere da was, ja, Pustekuchen. Und das geht bei denen aber sowieso nicht so leicht, weil die halt aus guten Gründen keinen Bock haben, dass sie wie alle neuen Parteien dann sofort mit hunderten U-Booten vom Verfassungsschutz unterwandert werden. Aber das ist schon wieder eine Abschweifung. Also das wäre das Protestwahlargument. Ich bin mir ehrlich gesagt sehr unsicher, ob das funktioniert. Weil selbst wenn jetzt dann jemand bei den Grünen sagen hätte, okay, die haben uns ursprünglich mal gewählt, weil wir gesagt haben, wir sind für Frieden und Naturschutz und nicht für die Abholzung von Wäldern, damit man da Windräder aufstellt und auch nicht für einen Krieg gegen Russland, wo hunderttausende Menschen sterben, dann können die ja nicht einfach so jetzt hergehen und sagen, so Freunde, ruckzuck, drehen wir es wieder um, weil das dürfen sie ja gar nicht. Die haben ja Geldgeber, die haben Interessensgruppen, die hinter ihnen stehen und die dann weg sind, die gehen dann halt zur anderen Partei und dann macht's Pluff und die Grünen sind weg. Für die anderen Parteien gilt das genauso. Vielleicht nur am wenigsten für die CDU, weil die wohl tatsächlich eine recht gefestigte Wählerschicht haben, konservativ, die wählen die dann 80 Jahre lang und merken dann erst, dass nichts war. Aber es war nur das eine Argument. Das zweite Argument ist, das Aufwach- oder, wie soll man sagen, das Enttäuschungsargument. Also es gehen jetzt alle her und sagen, wir wählen jetzt die AfD, weil dann werden die das tun, was sie versprechen. Dann wird der Krieg beendet, dann steigt Deutschland aus der NATO aus und aus der EU und aus die Vereinten Nationen. Und dann werden diese Corona-Verbrechen alle aufgeklärt. Und mit diesem CO2-Warnschwindel ist dann auch Schluss. Und dann können wir diese Gesellschaft neu denken und auf eine Grundlage von Vernunft und Liebe und Freude und was weiß ich setzen. Und dann wird alles gut. Da ist jetzt das Argument, gut, dann wählen die alle und stellen danach fest, naja, also sind mir blöd, Friedrich Merz ist BlackRock und Alice Weidel ist Goldman Sachs ehemals. Also wo ist da jetzt der Unterschied? Und dann macht die AfD genau das weiter, was die anderen auch gemacht haben und sagen, ja, vorläufig müssen wir leider doch in der NATO bleiben. Und das mit dem Krieg ist komplizierter, als wir uns gedacht haben, weil ja auch die USA da noch ein Wort mitzureden haben und die neue Präsidentin Kamala Harris, die jetzt da eben sagt, wir brauchen einen Atomkrieg, da können wir uns als Deutsche nicht einfach so dazwischen stellen. Also irgendwelche Argumente und dann kommt dieser Effekt, dass dann die Leute sagen, so, jetzt wählen wir endgültig überhaupt nicht mehr, weil wir können offensichtlich gar niemanden trauen. Bei der Wagenknecht, bei Bündnis Sahra Wagenknecht, passiert das im Grunde jetzt gerade, habe ich das Gefühl, weil die ja gesagt haben, gibt diese Brandmauer von den Blockparteien und der restlichen Demokratie und diese Brandmauer hält sie auch ein und koaliert dann mit der CDU, mit Friedrich Merz, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber bei BSW wäre sowieso das Problem, dass die wohl über eine bestimmte Hürde an Prozenten gar nicht hinauskommen können, weil das halt nach 35 Jahren Hetze und Hasspropaganda gegen Sahra Wagenknecht persönlich in den deutschen Staats- und Propagandamedien, das wirkt nach. Also da sehe ich nicht die Chance, dass die jetzt irgendwie 45% oder irgend sowas kriegen.
Also jedenfalls dann das Enttäuschungsargument. Wir haben jetzt die AfD gewählt und da ändert sich gar nichts. Und es ist die gleiche Scheiße wie vorher. Und dann kapieren die Leute vielleicht, so ist dann der Gedankengang, wir müssen das selber machen. Also wir müssen diese Parteien wirklich alle über Bord schmeißen und das Grundgesetz vom Kopf auf die Füße stellen und sagen, da steht drin, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und jetzt gründen wir einfach Initiativen und kümmern uns um die Dinge, die uns angehen, einfach selber, ohne diesen Parteienquatsch. Ist auch eine schöne Vorstellung, aber ehrlich gesagt hat es auch ziemlich was von Wolkenkuckucksheim. Weil ich meine, ich muss jetzt auch vielleicht mal gestehen, obwohl man das eigentlich nicht darf, weil unsere Wahlen ja frei angeblich sind und jedenfalls geheim. Also es darf niemand gefragt werden, was er wählt. Ich kann mich erinnern an eine Streiterei mit so einem Facebook-Typen vor einiger Zeit, der geschrieben hat, in meine Wohnung kommt niemand, der AfD wählt. Wo ich dann gegengefragt habe, woher willst du das überhaupt wissen? Ja, die stehen dann schon dazu und ich frage sie ja und so. Also jedenfalls sind eigentlich geheim und deswegen darf ich gar nicht verraten, was ich so in meinem Leben alles gewählt habe. Aber als öffentliche Person tue ich es jetzt mal trotzdem und sage, ich habe tatsächlich mal die Grünen gewählt und zwar auch ein paar Jahre lang mit dem Argument eben, dass die für Frieden sind und für Naturschutz, für Umwelterhaltung und gegen dieses entfesselte Wirtschaftswachstum und auch so ein bisschen, ja, die soziale Frage hat mich natürlich mehr interessiert, aber da gab es damals niemanden. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht haben die Grünen da ja auch noch irgendwas zu bieten. Allerdings hat sie dann rausgestellt, dass die Grünen die Partei war, die ja den ersten Krieg dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder angefangen hat. Und das mit dem Naturschutz war auch nicht weit her. Und da habe ich dann damals schon gesagt, ja gut, dann wähle ich einfach überhaupt nicht mehr, bevor ich diesen Scheißhaufen und die anderen mag ich auch nicht. Also gab dann vielleicht schon noch Alternativen, aber das ist jetzt kein großes Ding, was ich sagen wollte. Ich kenne aber Leute, die immer noch seit den 80er Jahren bis heute die Grünen wählen und zwar immer noch mit dem gleichen Argument, die sind für Frieden und für Umweltschutz. Obwohl die Partei längst das exakte und brutalste Gegenteil von dem ist, was sie damals sein wollte, was man überhaupt nur sein kann. Und da sieht man, wie fest verwurzelt sowas ist. Also, dass die Leute, die wo dann alle die AfD wählen, dass die dann sofort sagen, ja, hat sich doch nichts geändert und jetzt reicht's mir. Da sind ja viele dabei, die schon seit 4 oder 5 oder 10 Jahren die AfD wählen. Und die bleiben dann vielleicht genauso lang dabei und sagen dann, ja, die wollen aber den Frieden und die wollen das und das. Und es kommt bloß nie zustande, weil halt immer wieder irgendwelche, wie hat das immer geheißen, Alternativlosigkeiten und Zwang der Dinge irgendwie dazwischen kommt und so. Also dieses Argument, um eine Nicht-System- oder Nicht-Kartellpartei zu wählen, überzeugt mich auch nicht wirklich hundertprozentig. Aber das mag auch daran liegen, dass ich halt schon mal da so enttäuscht worden bin und dass ich deswegen von vornherein mir einbilde zu wissen, egal was du wählst, die werden dann sofort nach Davos eingeladen, wenn die neu sind und dann werden sie da ausgerichtet und dann ändert sich gar nichts. Ja, dann ist natürlich nur die Frage, was man dann sonst tut. Aber das ist heute nicht das Thema, glaube ich. Das spare ich mir heute, weil ich schon so oft gesagt habe, ja, es gibt nur die Möglichkeit, dass man sagt, dann geht's halt tatsächlich in eine Partei hinein und setzt da eure Interessen durch. Das haben, glaube ich, mal ein paar Leute probiert. In Berlin war das, glaube ich, wo alle dann in die FDP eingetreten sind und wollten dann die FDP praktisch so umpolen. Aber die haben es natürlich spitz gekriegt und die alle wieder rausgeschmissen. Also das ist, glaube ich, auch Fantasie. Nein, eine Alternative habe ich heute schlicht nicht anzubieten, auch keine originelle. Ich würde nur sagen, also einerseits, bevor man Protestwahl macht, würde ich mir dann überlegen, ob es das wirklich was bringt oder ob man nicht lieber durch Enthaltung einfach zeigt, der ganze Firlefanz interessiert mich im Grunde nimmer. Und ob man unbedingt eine Enttäuschungswahl sich antun will, ja, ich würde es mir auch überlegen. Und wie ich da jetzt einen Zusammenhang wieder zu der Trotzphase herstellen kann, wo die Jugendlichen sich von ihren Eltern distanzieren wollen, ja, okay, vielleicht wäre das ein Argument, wenn jetzt die ganzen Älteren und die Eltern alle die AfD wählen, dann sagen die Kinder wieder, hä, ja, nix, das ist doch unsere Partei. Und weil halt Jugendliche, das wissen wir von den Nazis und den Grünen, die sind halt nun mal leichter und schneller fanatisierbar und begeisterungsfähig.
die schalten dann auch schnell wieder um. Also könnten dann wieder andere Parteien hergehen und sagen, ja, wir sind aber gegen die AfD, wählt uns, um euch von euren Eltern abzusetzen. Ach, das wird mir jetzt zu blöd, meine eigenen Gedanken werden mir zu blöd. Das ist vielleicht zu viel September-Sonne oder so. Genießen wir die lieber, solange sie noch da ist.